Erik Ory, Trainingsauftakt heute. Ist Zeit geworden nach 4 Wochen Pause wahrscheinlich wieder, oder? Ja, das kribbelt natürlich riesen Gaudi gehabt, die Jungs wieder zu sehen. Wir haben den Kopf frei bekommen, das siehst du auch. Jeder Einzelne hat wieder diesen Blick im Augen, dieses Kribbeln. Und das tut natürlich gut. Und ja, man hat auch in der Winterpause seine Hausaufgabe großteils gemacht. Das heißt, wir können auch auf ein ordentliches Niveau jetzt einsteigen. Und ja, die Vorbereitung ist nicht so lang, so wird es gut sein, dass wir schnell auf ein hohes Niveau kommen. Auch schon da beim Trainingsspiel heute, ein guter Zug drinnen, kein Schlendrian, also es geht voll los. Na, ich denke auch, dass das ein bisschen der Ansatz ist. Wir müssen einfach anerkennen, dass wir nicht das volle Potenzial abgerufen haben in der ersten Phase von der Meisterschaft. Ich denke, dass wir viel Luft nach oben haben, dass er jeder einzelne Spieler einfach wissen muss, um was es geht. Es geht um einen Beruf, um den Verein, dass die sich gut positioniert, dass wir so viel wie möglich, so gut wie möglich abschneiden in dieser Meisterschaft. Und es geht einfach darum, um zu zeigen, dass du ja, auf dieses Level, in diesem Beruf, bei diesem Verein spielen willst und kannst, und dafür muss er jeder Vollgas geben. Und ja, wenn das auch passiert, dann werden wir auch in der Summe als Mannschaft besser werden. Mit David Hasler und Dusan Svetinovic waren heute 2 Langzeitverletzte endlich wieder dabei, auch nahtlos eingestiegen ins Training. Ja, ich denke, dass auch beide einen riesen Gaudi haben und Freude haben. Für David ist jetzt eine Situation, dass er nach ganz langer Zeit wieder einmal mit Freude in ein Training gehen kann, ohne dass er Angst haben muss, dass er wieder aussteigen muss wegen Verletzung. Hoffentlich bleibt das so, das denke ich ihm vergönnen. Jetzt muss er arbeiten an sich, dass er so schnell wie möglich in den Rhythmus kommt. Aber da hilft man ihm dabei, da unterstützt man ihm dabei. Und ich denke auch, dass das dann auch schnell geht. Bei Dusan, sieht man gleich auch, warum wir ihn eigentlich hier geholt haben. Aber auch für ihn gilt, er muss fit bleiben, gut auf sich schauen, dass nichts passiert. Und dann muss er auch wieder in der Mannschaft einfinden. Und ich möchte eigentlich auch den Öri nennen, weil Yves Öri war zwar am letzten Ende von der Saison fit, aber er hat noch nicht echt die Möglichkeit gehabt. Auch Yves hat jetzt die Möglichkeit, um in der Vorbereitung sich wieder neu zu erfinden. Und das heißt eigentlich, dass wir von mich eigentlich 3 alte, neue Spieler dazu haben. Und mit Erne würden wir noch ein bisschen Geduld haben. Und der Bader wird in der Woche 1,5 da sein, aber der war immer schon da eigentlich. Deswegen wahrscheinlich auch keine Neuzugänge im Winter. Mannschaft, der Kader ist genau dasselbe wie zu Saisonbeginn. Ja, aber ich denke, dass wenn der ein oder andere, auch vor allem routinierte Spieler, noch mehr an der Grenze geht, das heißt, noch mehr Potenzial abrufen kann, dann gibt es auch noch wieder einen Schub. Und dann, wie gesagt, die neue alte Spieler, die zurückkommen, das sind eigentlich auch wie eine Art neue Transfers. Und dann gibt es genug Dynamik wieder in der Mannschaft, die was dafür sorgen kann und muss, dass wir eine stabilere Mannschaft bekommen. Noch irgendwelche Transfers vielleicht geplant im Winter, Neuzugänge, die man vielleicht noch im Auge hat? Man geht natürlich nie mit Augenklappen durch die Welt durch, das wäre natürlich dumm, aber im Prinzip muss es irgendwas Außergewöhnliches sein, was mir genau einpassen würde, dann muss ich das intern auch besprechen und dann könnte das sein, aber es ist jetzt nicht mit Druck geplant.